Tamino Trainer und spielt in, im Pfeffersport. Und Pfeffersport. Heute sind keine Freunde von dir hier. Nee, eigentlich nicht. Also ich freue mich aber, dass das Publikum scheinbar sich freut, dass ich hier noch da bin. Und lieber hier ist auch, als dieses langweilige Spiel zu sehen, was scheinbar gerade war. Ja. Entweder im Verein oder im dann hoffentlich stehenden Vereinsheim am Tresen oder wo auch immer, weiß nicht. Im besten Fall natürlich noch auf dem Platz, aber der Verein wird, denke ich, noch Teil des Lebens sein. Also erstmal hoffe ich sich natürlich, wir hatten ja das Thema Tod hier schon, mit 80 auf jeden Fall noch die Möglichkeit habe, da im Verein zu sein und zu spielen. Und ja, der Ort oder die Leute, die ja da im Verein sind, darum geht es ja auch mit den. Wäre es schön, wenn der ein oder andere, der schon mal hier links im Saal sitzt, auch noch in der, mit 80 da mit mir gemeinsam da im Verein sein wird. Und wenn ich aber helfen kann. Okay, ja, interessante Frage. Ich dachte, es geht eher dahin, dass du sagst, die Fußballer sind doch eh blöd und machen. Nee, im Gegenteil. Ja, ist also schwierig zu sagen, also dass ich jetzt sagen kann, dass die Leute in ihren Köpfen leben und nur das haben und. Also mehr Sport, also. Mehr Sport, genau, aber mehr Sport an sich oder mehr den Kopf auch mal ausschalten oder über was anderes nachdenken oder mal gar nicht nachdenken, das ist, denke ich, gut und das sollte auch gefördert werden und unterstützt werden. Und ich denke, es gibt genug Kinder und Jugendliche auch gerade, die vielleicht zu wenig Sport machen oder gemacht haben und die Möglichkeit haben sollten. Etwas lauter bitte, ja. Entschuldigung. genau, da den Kopf, wie gesagt, auszuschalten oder von ihren Problemen, oder wir haben ja auch schon von anderen Problemen gehört hier beim ersten Gast. Ich denke, da ist Sport eine gute Möglichkeit, um den Kopf frei den zu Kopf kriegen. Frei zu kriegen oder ja. Selbstanalyse abzuschaffen. Selbstanalyse, aber wir haben auch viele geflüchtete Kinder zum Beispiel und Jugendliche auch da, um einfach mal die Fluchtgedanken oder andere Gedanken die, oder Probleme, die man hatte, außen vor zu lassen und für die 90 Minuten oder wie auch immer, wie lange das Training ist oder das Spiel, genau, nur Sport zu treiben, den Körper zu nutzen. Und zusammen auch, oder? Also da geht es ja immer um Teamgeist oder so, also darum, dass man beisammen ist, zusammen was schafft oder so. Und ehrlich gesagt fällt mir gerade auf, da gibt es ja voll die krasse Transparenz zwischen Fußball und Theater. Also ich setze mich jetzt gar nicht so viel mit, also ich gucke keinen Fußball oder so. Aber trotzdem scheint es ja so was miteinander zu tun zu haben, weil da geht es ja auch um Teamgeist. Ja, also ich hätte eher so gedacht, dass es schon den einen oder anderen Fußballer gibt, der auch Schauspieler ist oder sein könnte. In ja, der das Art, wie er sich verhält auf dem Platz oder auch neben dem Platz oder auch ein oder anderen Trainer. Ich denke, jeder Sportart, aber genau, ein Team. Genau, ist immer wichtig. Arbeitet man gegeneinander im Team manchmal? Was bitte? In welcher Welt? In welcher Welt? Also ich denke, Konkurrenz im Sinne von Wettkampf oder irgendwie sich miteinander messen, untereinander messen, immer in den Hinterkopf, dass ich natürlich auch bei normal auch bei Spielen gegen Gegner in Anführungszeichen, dass man hier die Regeln hat für dieses Spiel und weiß innerhalb der Regeln, ja, versuche mich halt zu messen mit dem anderen und mein Bestes zu geben, meinen Körper zu zeigen, wie du schon gesagt hast. Aber da ist Konkurrenz schon, denke ich, also, ja, gut und wichtig oder Wettkampf, aber das Team steht natürlich, um es phrasenschweinlich zu sagen, überall nur das Wichtigste. Ja, also typabhängig auch, aber ich denke, die meisten, zumindest bei uns, in der Mannschaft, wo wir sind oder auch bei Pfeffersport, geht es viel darum, denke ich, gemeinsam die Zeit zu verbringen. Und ob man dann auf der Bank sitzt oder nicht, ist, denke ich, egal. Ich persönlich gucke mir die Spieler aktuell auch nur an und bin mehr als Trainer unterwegs und muss dann quasi entscheiden, wer auf der Bank sitzt oder nicht. Und das geht natürlich immer mit. Und da sind auch Spieler unzufrieden, aber es ja, geht alles. Ist egal. Ist nicht egal, aber es ist alles. Kann man ja alles klären und mit Kommunikation da versuchen, die Spieler auch wieder zu stärken. Da gibt es natürlich sportliche Ziele, da gibt es doch das Vereinsheim, was wir noch nicht haben, wo ich mich damit 80 was sehe. Was ist ein Vereinsheim? Ja, ein Ort, wo die Spieler, meistens die Älteren auch, also weiß ich, so Verein, man stellt sich ja Verein auch manchmal vor wie ein
gibt es schon seit 100 Jahren und da sitzen auch die Kollegen seit 100 Jahren am Tresen, gucken den Kindern beim Spielen zu und nach jedem Spiel gehen alle dahin. Also ein Ort, wo Leute zusammenkommen, und das gibt es bei uns aktuell so nicht und es wäre schön, wenn wir das hätten, weil der Verein, wie du gesagt hast, so verstreut ist über Berlin. Genau, es wäre so ein Wunsch, und dass er noch existiert oder dass da noch weiterhin Kinder, Jugendliche und Erwachsene Sport machen können. Das wäre toll.